Das wäre doch viel praktischer. Die wollen ja weiterfahren. Ja, ja, schon.
Aber man könnte ja trotzdem mal provisorisch eine Schleife rund um den Kreisverkehr bauen, dass du direkt am U-Bahn-Abgang halten kannst. Lösung. Die müssen vorher noch das Zwischengeschoss von Thank you.
Kacke, das ist so ein Rauschen oder so was. Ich weiß gar nicht, was der hat. Der fährt doch schon seit 1963 nach Schwaben rein. Herrenberg liegt im, Herrenalp liegt im Landkreis Kalk, das ist tiefste Schwaben. Das stimmt. Württemberg. Das ist nicht Schwaben. Das ist Schwaben. Okay, Moment. Schwaben ist auch Freiburg im Zweifel. Nächste Haltestelle, Rathaus Kornbach. Na, hoffentlich nicht. Ja, Südhaus, kann ich mir aus. Oder wie auch immer diese Haltestelle hier heißt. Thank you.
Vielleicht hätten wir auch in diesem Ding noch das S einsetzen sollen. Weil S heißt ja eigentlich auch Sonderfahren. Okay. Und man hat leider vergessen, hat die Fahrkarte als Muster zu stempeln. Vor allem Ausbildungstarif und Zuschlag erste Klasse ist eigentlich gar nicht zulässig. Das hat aber niemand hier. Weil dann nehme ich dann doch lieber den BLR. Oder der WN447, von dem ich letztens ein Bild gezeigt habe. Okay. Wie gesagt, davor, dahinter hingen alles BNRZ. Nur dieser eine Scheibengebremse, der war ausgelassen. Ja. Oder sie führen so oft Sonderfahrten durch, dass der Linienwagen schon schaut, wo die Weiche ist. Nächste Haltestelle, Stolberger Straße. Umsteige in Schwabing Nord durch Ausweichgleis gefahren. Hat man auch nicht so gesagt. Aber mal langsam und schauen, auf welches Gleis der Regenwagen sehr groß hinter mir. Der ist sogar auch richtig. Wow. Das war ja eh so der Ausweichgleis rein, als E-Betriebshaft, ja. Und dann natürlich noch vorgezogen und am richtigen Gleis bereit. Aha. Ja, Notfall. Also, das ist ein Notfall. Das ist ein Notfall. Das ist ein Notfall. Wir Freunde haben einen seltsamen Farbgeschmack, haben wir das schon mal erwähnt? Aber. Wegen? Naja. Die bei uns kaufen, dann sprechen mich ja inzwischen schon nicht mehr an. Naja, seit ich mal den Kommentar Thank you.
hatten ja auch diese Fahrzeuge. Bis 2003. Wie trotzdem leichter. Ja, die Habak hat aber gesagt, sie nehmen das so. Die haben es dann komplett modernisiert. Bis sie 2003 rausgeflogen sind. Weil die Scheiße fand ich bei der Abschiedsfahrt da nicht dabei war. Das Netz zu befahren. Ja.
Weil du halt auch gleich alle Verbindungsstufen mitnimmst. Ja, einmal im Jahr. Also kannst du ja jeden Tag, das ist zum Werkstatt. Ja, 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 das ist zum Werkstatt. Also die Farbe steht hier. Das heißt, keine Idee, aber für die Kinder geht es. Nimmt sich der Lokführer auf der Leerfahrt zurück mit und ansonsten musst du 500 Meter zurücklaufen, ne? Oder noch besser, Straßenbahnfahrer fährt ins Depot, ist mit der Hälfte vom Düwag drüber und dann schön aufgerissen. Kannst du machen, dritten K2. Völlig egal, was für einer. Nur ein kaputter Sandkreis oder ein guter Sandkreis. Ja. Das klingt deutlich nach Westdeutsch. Das ist ein Marktfahrer. Ich muss sagen, da muss ich was machen, wenn es in Ostbach war, um die 6 Uhr auf der
der langen Strecke gerade aus dem Vollgas durchfahren. Aber ein Vorteil haben wir. Wenn es ein kaputt geht, man hat eine Ausrede für einen Schiff, wenn man schon wieder auf Arbeit kommt. Ja. Bei welchem Fahrer? Tatra oder sonstige. Ja, also meine Ausrede kannst du theoretisch immer bringen, also egal welcher Wagen. Achso, wenn du eine DB anzeigst, an wen würdest du dann einen Bahncard anzeigen? Wahrscheinlich haben die auch einen Bahncard. Das Reisebüro Hechele aus Bettenfront. Auf Deutsch. Bei Herrn Gang. Ja. Hat uns einen Stapel Bahncard-Anträge geschickt. Ja. Zusammen mit drei Verbundkarten-Anträgen. Ja. Die wir eigentlich für die DB auch nicht haben. Nein. Das heißt, wo bist du? Vom VVS. Hm? Ach, da machst du Praktikum oder? Praktikum, genau. Ah ja. Urlaub. Das heißt, du studierst ansonsten Verkehrsdienst. Genau. Kennst du den Kraft der Mehrheit? Ja, ja, ja. Steht sogar. Achso, ich wollte es von Frau Rosa erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, Anfang der 80er hat sie bei der SSB während ihrem Studium als Reiseleiterin gedacht. Da hat man sie entdeckt. Es ist die, ich weiß nicht, ob das auch für die Stadtbahnwagen zu tun hat. Zu dem Zeitpunkt gerade in Karlsruhe war. Und man da irgendwie auf jeden Fall aufgrund der Studio in Karlsruhe die Sachen auch noch nicht erkennen, weil die Verkehrsbetriebe eben auch also Karlsruhe auch unter Ludwigshafen, Freiburg und sonstiges aufgenommen haben. Haben sie eben dann dort auch. Mhm. Aus Konstanz gibt es eine Aufnahme aus hier, die hatten. Hanau sowieso, da gibt es extrem viele Kassetten. Baden-Baden hat eine Festaufnahme. Rheinschifffahrtskassette und Lemmelskammer, die gibt es. Okay. Weil ich war mal im Tonjahr mitgenommen. Das war ein auch ein Tonbinder teilweise. Noch ein Foto halten? Ja, was hast du vor? Ah, da ist das Gleis nicht am Hals. Ja, ja. Ich frage mich, ob man wieder zieht, ob der Brücke liegt da drauf. Nein. Der hält hier an, Bügel runter, weiter. Ganz einfach und schaltet vor diese Aggregate ein. Ich hab um dann war es noch kurz nach 8.
Aber trotzdem, entweder ich lasse den Zug komplett alleine fahren, dann ist es nicht mehr so. Weil dann gibt es einzelne Züge morgens, die dann
Gutscheinkleber von
Nächste Haltestelle. Gremmel. Falsch.20% vom BC-100-Preis. Du kriegst 10 Euro pro Entschädigungsfall, aber maximal 25% vom BC-100-Preis. Du kannst ja mal theoretisch aus dem Riss plus 60 zusammen. Das ist etwas, was ich meine. Du kannst ja nicht groß hinterher bescheinigen. Ja, oder du druckst dir die Bescheinigung selber aus. Ich habe innerhalb von uns Ich dachte, das ist so.
einmal ID, einmal Grundleitidenten. Das fällt auf. Das ist aber immer nur bei den Karten, das ist so, dass bei den Online-Tickets ja die EC-Karte nicht identifiziert über Frankfurt von Bitcoin zahlt. Nicht über die Kartennummer komischerweise. Richtig. Das heißt, warum hat den Fohlen schon mal abgeschnitten oder gesprengt oder beides? Auf der Linie U3.
Versuchsbetrieb mit diesen Fahrzeugen auf der U3. Am Nachmittag wurde das dann via DFI verkündet, dass das in April fährt. Das Lustige ist, das tatsächlich. Also das Bild war echt. Das war in Öhring im Betriebshof. Die Kindesbergbahn zwischen Meterspur und Normalspur schmiert. Also wenn du nicht im Meter sitzt, dann wäre es anders. Das ist zwar ein bisschen mehr, es ist aber noch in der Weil der Originale kostet 40 Euro. Weniger Zeit als Zeit zwischen 15.30 Uhr und Fahren des Zuges. Also Google Maps sagt 53 Minuten. Genau. Navi sagt auch irgendwie.
und dämlich. Die Zeitungsverteilung war es aber auch sehr gut, oder? Finde ich persönlich. Das ist schon normal. Also ich schreibe die alle zwei Wochen mal zusammen. Vor allem, damals weiß ich nicht, wie richtig man das damals in der Zeitung. Ja. Muss man. Also die stecken die ja immer nur so halb rein. Ja. Wenn es dann am Briefkasten von meinen Eltern eine Zeitung versteckt, kommt es nur in meinen Briefkasten. Ja, okay. Weil die Zeitung hängt ja so halb aus und dann davor. Ja. Ja, das ist auch so. Ja. Ja. Das ist auch so. Gekauft und einmal geschenkt bekommen, genau. Ah ja. Ist sogar noch original verpackt. Das ist allgemeine
von 2.7 sein. Das habe ich auch schon länger nicht mehr in der Hand gehabt. Das habe ich auch nur einmal. Da auch irgendwas drüber gehandelt wird? Okay, das weiß ich nicht. Wie gesagt, das habe ich schon länger nicht mehr in der Hand gehabt. Das hat doch den Stink geschrieben. Ja, der hat die alle geschrieben. Ja, der hat es von der Seilbahn hat er geschrieben. Genau. Der Bauer. Das Band hat aber auch geschrieben. Ja, das war der Bauer. Nee, ach nee, halt. Ja, aber die, das andere war der SSD, die heißt. Jetzt wäre unsere letzte Fahrung mal komplett über aller Gleise dieses Netz zu bieten. Weil es mit dem Dreieck ist, das ist nicht mehr von der Ecke geworden. Also ich weiß nicht, ob du gerne auf dem noch nicht, aber ich sage auch immer, wie soll ich das jetzt mal wieder fahren? Transnistrien ist die Abgründe geteilt und nicht von Moldawien. Ja, ich weiß nicht, dass man die Teile bestechen muss und reinkommen. Aber was ist eigentlich? Keine Ahnung. Wir haben ein relativ langes Oberste. Wurde das uralt ÖPNV-Ziel eigentlich, sondern das ist eher so ein Länderindex. Ich bin zusammen. Wir wollten.
Hier kommt gleich die Lampe. Wenn der rote Lampe hier vorne. Na ja, gut, gleich. Doch mal ganz gleich gemerkt. Ach nee, komm nicht. Ab, das war die Triebwagen noch nicht hier vorne. Ja. Von 15 bis 45 steht ja der Lind immer dumm rum. Ja, gut. Ja, ist doch wahr. Na, wie gesagt, 51 Minuten via Autobahn. Das Mansfeld Bahnhof. Oben rum eine Stunde 10, das könnte allerdings auch der Navi-Faktor sein. Wie gesagt, das könnte auch der Navi-Faktor sein. Weil Landstraßen berechnen die ja relativ langsam. 6 Stunden. Das ist gerade Google. Autobahnen berechnen da relativ genau meine Thank you.
Dienstwagen geklaut worden, ey. Ah, okay. So nach dem Motto, uns gibt's doch auch in Alicante. 20 Euro inklusive Diebstahlversicherung. Ja, das war, glaube ich, das Doppelte. Macht mal die Türen auf, bitte.